Wenn wir auch als Deutscher Bauernverband die Agrarpolitik in Berlin wahrnehmen, dann haben wir es mit einer Agrarpolitik zu tun, die rückwärtsgewandt ist. Es ist ein Unding, was dort auf Bundesebene abläuft. Die Bundesregierung kürzt die Mittel für die ländlichen Räume um 300 Millionen Euro. Wenn wir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen erhalten wollen, dann ist das völlig zuwider. Es geht gar nicht. Wir haben viele tolle, junge, gut ausgebildete Leute. Trotzdem ist die Enttäuschung von der Bundespolitik riesengroß. Das muss man einfach hier mal so sagen. Nur weil es ein Herr Borchert ist und Frau Künast das nicht akzeptiert, wird das über Bord geworfen. Das ist doch nicht vernünftig. Man muss auch mit Umweltleistungen Geld verdienen dürfen. Ziel der Bundesregierung muss es sein, eine Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse weiter zu implementieren und nicht durch Kürzungen zu verhindern. Verbotspolitik und Gängelung in allen Lebensbereichen zeichnen diese Regierung aus. Der Standort Deutschland wird für die Nutztierhaltung nicht gesichert, sondern abgebaut. Wir bieten Mitarbeit an. Wir wollen aber, dass diese Mitarbeit auch ehrlich aufgenommen wird. Das ist uns ganz wichtig. Für den Klimaschutz sollen Niederungen vernässt werden, ohne dass Landwirte berücksichtigt werden. Das ist eine Landenteignung ohne uns. Wir Landwirte wollen nicht nur ein Teil der Lösung sein, sondern wir wollen sie aktiv mitgestalten und zügig umsetzen. Und das ist der Unterschied zu anderen Menschen, die auch demonstrieren. Es ist auch die Tatsache, dass man viel Gutes meint, zumindest im Interesse der Öffentlichkeit und vielleicht auch im eigenen. Aber in der Praxis erreicht man genau das Gegenteil. Man verprellt ja genau diejenigen, die das leisten soll, was man gerne nach außen hin verkaufen möchte, indem man sie fertig macht. Ich bin Joshua, ich komme aus Niedersachsen, lerne dieses Jahr in Schleswig-Holstein. Und ich wünsche mir von Herrn Özdemir einfach eine faire Chance, gerade den jungen Landwirten gegenüber. Und auch, dass er mit den Vorurteilen aufräumt, gerade gegenüber den Landwirten. Es ist ja mittlerweile das erklärte Ziel unserer Denker und Lenker hier oben, unter den Deckmantel des Klimaschutzes erzeugendes und produzierendes Gewerbe, so wie Sie das machen, ins Ausland zu verlagern und hier einfach nur den grünen Daumen nach oben zu halten. Ich kann es auch nicht mehr hören. Extensivieren, stilllegen, vernässen, dann wird alles gut. Das wird so nicht passieren. Sondern Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Landwirtschaft ist der Sektor, der seine Klimaziele schon erreicht hat. Und andere sind noch nicht mal richtig angefangen. Das muss man noch sehr viel lauter sagen. Und die politische Agenda in Berlin lässt erkennen, dass wir ja eine Halbierung der Tierhaltung angestrebt wird. Und dagegen wehren wir uns hier und heute. Und die ganz klare Aufforderung an Herrn Minister Özdemir ist von meiner Seite aus, setzen Sie sich für unsere Belange ein und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich würde mich freuen, wenn wir gerade beim Emissionsschutzrecht und beim Baurecht noch ein Stück weiterkommen können, dass diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen, die ihre Tierhaltung nach den gesellschaftlichen Anforderungen ausrichten wollen, dass die dann auch sagen können, jetzt haben wir eine Entscheidungshilfe und können uns weiterentwickeln. Ich bin Merle und ich wünsche mir auch einfach eine faire Landwirtschaft, einfach faire Absprachen, faire Richtlinien, faire Gesetze einfach. Gesetze, die man erfüllen kann, Gesetze, die die Zukunft fördern und nicht verdrängen. Und wenn Herr Özdemir so weitermacht, und noch mehr Betriebe gerade in der Tierhaltung aufgeben, dann wird das Produkt von woanders herkommen. Zu ganz anderen Sozialstandards oder Umweltstandards. Das wissen wir einfach. Wir haben ein gemeintes Europa, einen gemeinsamen Binnenmarkt, aber wir haben nicht die gemeinsamen Spielregeln. Was würde die junge Landfrau und Bäuerin sagen, die gerade durchstarten will, die einen Hofladen plant und investieren möchte, um die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln auf dem Land zu verbessern, aber jetzt auf die Fördermittel verzichten muss? Was würde die Verbraucherin, Landfrau und Verbraucherin sagen, wenn das Angebot in ihrer ländlichen Umgebung schrumpft? Ich verlasse. Ich bin einfach für eine faire Bezahlung für die Landwirtschaft und dass die Vorurteile aufhören. Wir haben jetzt schon die höchsten Standards in Europa. Das ist Verbraucherschutz, da stehen wir auch zu. Aber immer noch einen oben drauf zu setzen und die anderen lachen sich ins Fäustchen, das geht nicht. Ich finde, wenn man nicht bezahlen will, dann muss man auch die Klappe halten und auch mal ein bisschen runterschrauben. Das ist mein Weg. Die Bürokratie, und das sage ich einfach mal, überfordert uns. Normalerweise müsste man den Stecker mal ziehen, resetten und ein neues, kluges System aufbauen, was wirklich uns auch hilft.
Wir haben Lösungen, aber leider müssen wir ja in der Landwirtschaft immer wieder erfahren, dass unsere Branchenlösungen dann noch mal eins draufgesetzt wird. 600.000 Hektar Wald sind tot, wahrscheinlich sind es jetzt schon 700.000. Ungefähr 100.000 kommen jedes Jahr dazu. Wenn man dann die GAK-Mittel kürzt, indem man sagt, Extremwetterbeihilfen, die brauchen wir nicht mehr, dann ist das schwer zu begreifen. Das Geld ist ja nicht weg, es wird umgeschichtet und es wird in fragwürdige Projekte gesteckt. Projekte, die darauf fußen, dass man den Wald nicht mehr nutzen möchte. Und dass man das verkauft, als wäre man auf dem richtigen Weg für Klimaschutz und Biodiversität. Ich kann Ihnen nur eins sagen, meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn ich mir den technischen Fortschritt und die Innovationskraft der Landtechnik angucke, dann können wir unsere Düngemittel sehr viel besser ausbringen als jemals zuvor. Und deshalb brauchen wir auch nicht so viel Extensivierung, sondern wir brauchen Honorierung der landwirtschaftlichen Leistung im Biodiversitäts-, im Tierwohlbereich und beim Artenschutz. Wenn die Politik nur ansatzweise so nachhaltig wäre wie die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft, die Fischerei, die seit Generationen dieses Land so erhält, wie es ist, dann sehe ich, dass es besser wird. Und diese Forderung stelle ich an die Minister und damit herzlichen Dank.